So, ich habe auf Aufnahmestart gedrückt. Hi, herzlich willkommen zurück zu Infamous, während wir weiter über Mensa-Essen reden. Das passierte nämlich gerade pre-Stream. Habe noch Keks im Mund. Also, ne? Burger Royal. Den fühle ich. Jetzt fühle ich ihn nicht mehr. With Cheese. Ach ja, es hatten wir schon mal Burger Royal with Cheese, ich erinnere mich. Das ist eine Referenz. Ja, war okay. Wusstest du, der Burgerladen hat schon wieder einen anderen Namen. Der heißt jetzt, wie heißt er nochmal? Die vegane Art oder so. Ich glaube. Wenn mal bescheuert. Na gut, Kombinat V ist noch beschissener. Parkers Pizza Paradise. Peter Parker. Ich glaube, es sind alles hier Anspielungen, ne? Jeder Name. Poem Tree Flower Shop, keine Ahnung. Er kann von dem Open Schild das Neon entziehen. Das ist natürlich geil. Besser den Namen als das Sortiment ändern. Die haben jetzt übrigens keine Burger mehr, sondern nur noch. Mir fällt nicht mal was ein. Okay, komm, wir haben keine Zeit. Wo sind wir denn überhaupt? Das Gebiet hier, 56. Klingt doch gut, wenn wir damit auch einfach mal anfangen. Ja, ne? Dann einfach dahin. Ich rede mit dir immer grün. Ja, bei mir haben sie den Namen geändert. Und wahrscheinlich auch das Sortiment. Es gibt nämlich kein Immergrün mehr. Außer natürlich das legendäre. Die legendäre Kneipe Immergrün in Jena. Ja. Ich kenne mich natürlich aus. Ich als gebürtiger Jena. Ja. Ach ja, ich kann ja einfach hochfahren hier. Darauf. McLean. John McLean. Ich mache den alle Referenzen verstehen, Run. Bin gerade gescheitert, leider. Wo ist die Kamera? Da vermutlich. Spanner! Du siehst trocken aus, ich mach dich mal feucht. Geil! Wie viel gibt es eigentlich von diesen Cole McGee's Electronics Läden? So, ich dödel hier ganz schön rum, merke ich schon wieder. Some call it rumdümpeln. Aus der Pulle, na klar. Gibt ja niemand anderen, mit dem ich es teilen muss. Nach einem Monopol aus. Oh nein, Alarm, was mache ich denn nur? Okay. Ich sag wieder sprayen. Wuhu. Ich kann auch beide aus der Pulle süffeln. Weiß nicht, ob ich das will. In der ersten Folge alles clearen. Wäre cool. Das ist schon okay, aber aus der Milchpulle schon ein bisschen. Ach, ich sauf. Was heißt immer, aber wenn ich so einfach nur so zum Nebenbei trinke, dann brauche ich das immer. So. Ich sau doch kein Glas ein. Muss man ja sauer mal abgekleckert. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Es ist ein Tropfen auf dem Teppich, also auf dem Teppich, auf der Decke hier auf dem Tisch gelandet. Ich wollte den wegwischen mit dem Finger. Habe dabei diese Bewegung gemacht. Aber statt ihn aufzunehmen, habe ich ihn weggekickt auf meinen Pullover. Toll. Ach, das wird wieder so trocknen. Und ich ziehe morgen wahrscheinlich wieder so einen frischen Pullover an, also von daher. Alles fresh. Diesen neuen Verschluss wurde alles schwieriger. Das stimmt halt tatsächlich. Wo stehe ich? Da stehe ich. Hinter der schrägen Platte, also da oben irgendwo. Da. Yippie!
Und eine Scherbe. Ach ja, die Scherben, die habe ich eben wieder vergessen, ne? Scherbe! Ich habe es selber gesagt, bevor du es geschrieben hast. Also bevor ich es zumindest gelesen habe. Boah, ey. Irgendwie, die Scherben sind in meinem Kopf, oder nicht in meinem Kopf, aber so in meiner Vision auf die Map so unsichtbar. Keine Ahnung, die, ich übersehe die irgendwie immer. Aber egal, ich habe mich daran erinnert. Jetzt wird alles gut. Oh, ist doch da unter. Ich extra nach oben gearbeitet. Weit noch eine drüben, stimmt. Da drüben im Wald, Ezio. Danke. Ding, ding, ding. So, Scherbe, Scherbe und hier noch so eine fette Station und das da. Na dann erstmal das da. Kam noch eine Idee für den Flussteil. Geil. Wenn sie nicht gestorben sind, dann... Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Das schreibe ich am Ende meiner Masterarbeit, okay? Nein, tue ich nicht. Am Ende meiner Masterarbeit werde ich einen 50-Euro-Schein hinkleben und sagen, bitte lassen Sie mich nicht durchfallen, danke. Wir oder Sie, aua! So, man schießt schon so die Raketen, ne? Muss gerade erstmal wieder klarkommen mit der Steuerung. Wow, das sah kurz aus, als wenn er zerfetzt worden wäre, der Typ, aber ich glaube nicht. So gut heißt das Spiel nicht. In Film ist einfach ab 18, warum eigentlich? Weiß auch keiner. Ich wusste gar nicht, dass sie pro DUP sind, einfach nur. Na gut, wenn die gegen. Warum ist es amoralisch, die zu töten? Verstehe ich nicht. Meinungsfreiheit. Cringe. Denke, mit der Rauchkraft ist das sogar einfacher. Was ist denn da eigentlich? Ist es eine andere Fähigkeit? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin doch wirklich erst von der Map, wenn ich auch das. Achso. Oh. Spring so hoch und stürz runter. Achso! Achso, das. Ach jo, stimmt, 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 stimmt. Ich, ja, doch, hatten wir einmal. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das ist vielleicht sogar besser tatsächlich. Ja, mal gucken. Aber die Navigation durch die Welt ist einfach geiler mit Navigation leider. Mit Navigation, ja genau. Die Navigation ist besser mit Navigation. Wünschte, ich hätte ein Navigationsgerät. Rauch entziehen. Da auf dem Steg irgendwie? Wahrscheinlich. Corona-Test positiv, so ein Scheiß. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Ich hab ihre, du bist auch ein Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel, nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weiter. Nicht bei ihrem Kumpel, nicht bei ihrem Kumpel. Pass nicht auf bei diesen Audio-Dingern, das ist okay, oder?
Navigation ist besser mit Navi, bestätigt jeder OOT-Spieler. Hallo Niklas? Ja. Bald Fei anschreien, freue mich drauf. Na, guten Morgen. Niemand schreit Fei mehr an als Geilkind. Ist okay, bin ich so ein Infamous Main. Fei ist tausendmal nerviger als Navi. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat und so ein bisschen Zelda gespielt hat, der weiß das auch. Nein, ich mag Fei so. Nutzer blockieren. Wo ist denn das? Ah, da. Twilight Peak sperren. Ah, okay, doch nicht. Eine Sekunde, Timeout. Twilight Peak. Soll ich? Ach, nee. Ist ja Meinungsfreiheit. Ich möchte zwar Leute gerne scheinbar töten, die Meinungsfreiheit äußern, aber ansonsten geht's mir nicht gut. Fire the Cheek. Stimmt, so wird die auf Englisch geschrieben irgendwie, ne? Ist ja eigentlich. Sind wir fertig hier? Ja, ne? Ja. Finalkampf! Ich mag es einfach, dass es Wow! Dass es einfach mal Viertelfinale heißt. Gebieter, die Batterieleistung deiner Fernbedienung lässt nach. Und dann so. Pff. Moment, die Stimme kenne ich. Sie sind dieser Spinner, der hier ständig anruft. Oh! Wieso nehmen die meine Anrufe überhaupt noch an? Vieh, weil sie ein Vieh ist. Ich glaube, die müssen das. Jena-Westfinale. Ich hatte Dienstag ein Jena-Westfinale. Ach nee, hatte ich gar nicht. Das ist eine Lüge. Da war ja nur eine Kamera. Die haben wir nicht gesehen. Aber gut, dass sie direkt hier war. Hm. Jetzt da einmal meine Kraft reinhauen. Das fände ich sexy. Ich mach mal was. Wo ist der andere hin, der sich festnehmen lassen wollte? Was ein Schmutz. Sechsfach-Kill. Gib eine Trophäe dafür, einen damit zu killen. Aber warum nicht eine Trophäe dafür, weiß ich nicht. Ganz viele Leute damit zu killen. Wäre doch viel geiler. Ey, Solo-Kill? Ich dachte mir so, nee. Viertel sauber. Das war ein Versehen. Na gut. Dann halt jetzt so. Solo-Kill gleich. Wo will ich als nächstes Subt hin? Schon hier so, ne? Codes Vermächtnis. Ich hoffe, das zählt nicht irgendwo dazu. Muss ich erstmal wieder Dub ausschalten. Ich muss Duck ausschalten. Wie steht ihr zu der Bezeichnung Schluffi? Du Schluffi. Du Hoshi. Hat was? Also ich glaube tatsächlich, zum Kämpfen ist Rauch halt geiler. Ich sterbe gerade. Aber für... Ich bin tot.
habe mir den Marker nicht gesetzt, oder? Doch, habe ich. Warum spawn ich denn hier? Hat Lack gesoffen? Ich glaube, ich nehme gleich wieder Neon. Das klingt wie Leon. Ich mag Leon. Also den anderen. Wir treten in den Sperrbezirk. Wird Zeit für Skandale. Ja, mit ihm habe ich keine Zeitlupe, ne? Mit Rauch. Kämpfen ist auch mit Neon geiler. Weil ich dann halt diese One-Hits habe. Oh, warte mal. Oh. Das ist schlecht. Ach ja, Nahkampf habe ich auch noch. Hilfe. If you 10 enemies by detonating ammo crates. Also erstmal bin ich leider gestorben, weil ich einfach scheiße bin. Der verschissenen Rauchfähigkeit. Ansonsten, ja, was sind denn diese Ammo-Kisten? Wie sehen die aus? Moin, Jungs. Durchdinger hier wahrscheinlich, ne? Scheiße. Ja, okay. Weiß ich jetzt Bescheid und werde nie wieder verkacken. Ich bin auch wieder quasi tot. Boah, das ist scheiße. Ich hasse die Rauchfähigkeit. Ich finde die richtig scheiße mittlerweile. Danke. Ich hol mir Neon. I don't fucking care. Wenn die zwei rote Lüftungen um den Boden zu berühren, führen sie dann einen Kometenfall auf ihren Feind durch. Ach du Scheiße. Dominion. I don't care. Aber. Ammo-Kiste, ich glaube, es ist eine, oder? Ja. Habe ich jemanden gekillt damit? Nein. Ich bin gerade heillos überfordert. Wisst ihr, was mir am meisten auf den Sack geht daran, dass ich jedes Mal wieder hinlatschen muss? Ja, sagt du, Max ist grob. Grobe Leberwurst. Ups. Fast gehatschottet, das wollen wir natürlich nicht. Sehr schön. Ich glaube, der ist daran gestorben. Hoffe ich. Ich
Nun hat sich jemand ergeben. Hier geht's halt auch einfach so geil, ne? So einfach dieses, diese One-Hits zu machen. Ist halt einfach geil. Ja, das wollte ich. The Bro. Danke. Vorne stehen. Oh. Mal sehen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt sogar. Oh, was? Exekutiert? Wen habe ich denn exekutiert hier gerade? Hinten. Mörder. War jetzt immer gut. Reicht. Gewalt auslösen! Hallo Tobi übrigens, habe ich gar nicht gesagt, ne? Hallo Max übrigens. Oh. Bin Wichser. Das ist in Ordnung. So, dann krallen wir noch schnell die ganzen Splitters hier. Und dann passiert was richtig krasses. Werde ich was richtig krasses machen, da läuft immer so ein Loot lang. Das ist irgendwie eine scheiß Position, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab doch Neon. Was ist eigentlich mein Problem? Das Krasse, was ich jetzt machen werde, ist die Folge beenden. Ciao!